Ich habe so viele Physalis im Garten, gerade im Herbst sind die richtig orangefarbig. Die sind erst grün, dann werden sie so gelb und zum Herbst rüber sind sie dann richtig orange. Und damit kann man so schön dekorieren und die verteilen sich überall. Ich habe überall Physalis. Also das ist nicht dieses Obst, was man essen kann, sondern nur als Deko. Ich habe, glaube ich, einmal angepflanzt, jetzt sind sie überall. Jetzt will ich euch mal zeigen, was ich aus meinen Physalis machen werde. Ich habe jetzt noch mehr im Garten und dieses Holz hatte ich euch ja auch gezeigt, wie man das machen kann. Mein Mann hatte sie mir geschnitten und ich habe es dann mit Öl bestrichen. Und ich habe hier so Kürbis. Ich dachte, das passt sehr gut jetzt zu den Physalis von der Farbe her. Also ich liebe Physalis. Ich will euch aber zeigen, wie ihr eine Lichterkette aus Physalis machen könnt. Ich habe so eine Lichterkette. Das hatte ich mal, ich weiß nicht wann, irgendwann gekauft. Ich habe immer so viel zu Hause. Ihr könnt diese Lichterkette einfach in die Physalis hineinstecken. Ihr könnt auch verschiedene Farben nehmen. Ihr könnt einfach ein paar Walnüsse verteilen. Dann habe ich hier ein paar Tannenzapfen. Ich mache mal jetzt einfach meine Lichterkette an. Und schon habt ihr so eine schöne Deko.